Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Yo! Wir haben gerade vorhin einen so einen Typen besiegt. Ich glaube, der hatte 6 Schüsse oder so gebraucht oder mehr. Und da wartet auch schon der nächste. Nur, wo ist der jetzt hin? Man hört ihn zwar irgendwo wetzen und schleifen, aber. Ja, der ist irgendwie jetzt unauffindbar, ne? Ich hätte ihn gern, ehrlich gesagt, mit diesem Explosivbolzen getriggert. Das war ein Fail. Mal schauen, ob es klappt. Oder auch nicht. Strange. Komisch. K. Okay, er hat mich. Schön. Oh oh. Das sind 2 von diesen Humble-Männern. Das ist natürlich jetzt übel. Das habe ich nicht wissen können. Ich habe das Falsche gebaut. Okay, ich glaube, wir waren brav. Ich glaube, wir waren brav, Leute. Beispitze. Ich bin gerade ein bisschen fertig. Alter Schwede. Ich bin gerade ein bisschen fertig. Puh. Voll! Das geht aber nicht. Das ist Pistolenmunition, ne? Ja, da geht nichts. Die ist tatsächlich voll. Wow, die ist auch voll. Jetzt hör auf. Ah, Gebüte. Ich habe die falsche gebaut gehabt. Ich kann mich selber eine knallen. Die wollte ich eigentlich bauen. Achso, Licht. So. So. Wo geht's da jetzt weiter? Also, wir können hier schon mal voll machen. Dann Scharfschütze haben wir dabei nur die eine. Okay. Granaten hätte ich auch was machen können, ich Idiotin. Aber ihr wisst ja, wie gut ich damit werfen kann. Nämlich gar nicht gut. So. Ich will noch einmal eine Ehrenrunde machen. Um zu klubschen, ob ich vielleicht das gesehen hätte. Statue zum Beispiel, ne? Das ist ja auch so ein Thema.
ich die nicht mitnehmen kann. Ich könnte mich selber in den Bock schieben. Ich werde vielleicht auch, weil es gerade so viel von diesen Dingen gibt, werde ich vielleicht wirklich... So, aber jetzt kann ich einen mitnehmen, oder? Ja, wenigstens einen. So. Und so. Ich habe, glaube ich, nichts... Wir haben, glaube ich, nichts übersehen, ne? Ich suche gerade auch verzweifelt nach einer Statue, nach einer möglichen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass wir hier keine übersehen haben. Gut, dann würde ich sagen, wir verduften von hier, oder? Voll. Hier schaut aus, als wenn sonst nichts wäre. Da hätten wir auch nichts, wie es ausschaut. Dann können wir hier, ne? Ein weiterer Kontrollpunkt wäre auch cool. Hier sind wir. Okay. Gut, dann müssten wir jetzt hier weiter können, oder? Na, würdest du bitte? Cool. Ja, genau. Super. Beschleicht mich gerade das Gefühl, dass... Was war das gerade? Was bitte war das gerade? Oh Gott, da oben. Na, die Alte. Ich glaube, das war gerade die langhaarige Hex. Mittlerweile weiß ich auch, dass das die Schwester vom Rubik ist. Oh nein, bitte nicht. Sie ist gerade da hochgeklettert, glaube ich. Ich höre ein Safe Room. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Ja. Da haben wir es nochmal. Die langhaarige Hexe ist Laura, seine Schwester. So, wir werden kläglich verrecken und versagen. Also nicht wir, sondern ich. Da ist die Langhaar-Hexe und ich habe irgendwo ganz leise einen Safe Room schon wahrgenommen. Ich hoffe, es ist richtig, wo ich da hinlaufe.
Ja, ich glaube, das schaut richtig aus. Oh Gott. Oh Gott. So, gibt es hier eine Karte? Hier haben wir was. Wieder so ein Notizbüchlein, glaube ich. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu meinem Beruf, den ich gewählt habe. Und das war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde eine Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern, aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinablesen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Dieser Verlust hat sie schwer getroffen. Mit Sicherheit steht das da, weil ich kann nicht runterscrollen, weil das das Spiel mir nicht lässt. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schlimm. Die Tochter verstorben. Bist du deppert? Das wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. So, dann gehen wir rein, ne, in die gute Stube. Bevor mich gleich abermals der Schlag trifft. So. Servus, begrüße. Gott sei Dank haben wir einen Schlüssel. Haben Sie etwas vergessen? Na, eigentlich nicht. Da ist nichts Neues. Da haben wir was. Was haben wir denn hier? Missing. Patrick, vermisst. Patrick Higgins, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Aha. Hallo. Bevor ich speichern gehe, gehen wir unseren Schlüssel einlösen. Ich hoffe, dass wir noch was Tolles bekommen. So. Halleluja, Halleluja. Gott sei Dank haben wir das schon mal geschafft. So, diesmal nehmen wir was von der Seite, würde ich sagen. Und zwar Ene, Mene, Mu und dran bist. Du, glaube ich. Was haben wir da drin? Tada, ich hab's befürchtet. Klumpert. Crap. Super. Das hätte man brauchen können. Also ich meine, das kann man brauchen. Also nicht, also sarkastisch, ne? Ihr wisst schon. So, aufmachen. Ich hätte die andere Tür nehmen können vielleicht, ne? Ist ja wurscht. Egal. So. Dann gehen wir was lernen. Tap, 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 tap. So. Huh, ja. Also, wir setzen uns hin. So. Wir werden auf jeden Fall... Ich muss mal kurz husten. So, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall die Schrot. Hier der Schadensmultiplikator. Ja, bitte. Das hätten wir schon mal. So, jetzt haben wir noch 11.000. Wir wissen, hierfür reicht's niemals. Das bedeutet, wir werden... Reserve... 6.000... Auf jeden Fall das hier. Oder sollte ich das durch drauf verzichten? Und lieber sparen? Für den Damage. Ach, was war das? Was kostet die letzte Stufe? Das ist billig. 5.000? Na, 5.000, genau. 10.000 kotzt die letzte Stufe an. Na, kostet die letzte Stufe. Boah, das ist auch nicht schlecht. Kannst dann 20 tragen. Okay. Ja, ich verstehe, warum man das machen soll. Ja, okay. Ich glaube, das lassen wir. Die 5.000 sparen wir uns dann schon mal für mehr Damage. So. Ich hoffe, das ist so richtig. So. Und einmal zusammenschlagen. Halt, da ist eine Zeitung, die habe ich gar nicht gesehen zuerst. Was haben wir denn da Schönes? Haus abgebrannt. Haus abgebrannt. Tochter von Polizeibeamter unter Opfern. Ach du Scheiße. In dem abgebrannten Haus wurden die Überreste von Lilly Castellanos 5 Jahre und ihrem Kindermädchen
Juanita Florence, 56, gefunden. Beide Eltern des verstorbenen Kindes arbeiten für das Crimson City Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Oh Mann, ist das hart. Du bist schuld. Du. Ja, genau du. Na, wir können sperren. Oh Mann, wie bitter. Ja, einmal sperren. Passt sehr gut. So, und dann gehen wir weiter vipen, ne? So. Okay. Das heißt, der nächste Gegner ist unsere Langhaarhexe. Das ist natürlich nicht schön, weil ich habe, glaube ich, fast keine Munition mehr, weil ich die für die zwei Deppen verbraucht habe. Auch schaut es hier sehr schlecht aus. Ich hätte nicht verballern dürfen, das weiß man halt nicht. Das weiß man halt immer erst dann ganz genau, wenn man das Spiel schon kennt. Bei mir ist es wie gesagt blind, ich habe es zum ersten Mal, also ich spiele es zum ersten Mal. Und ich habe auch das Ziel, es durchzuziehen. Obendrein spielen wir schwer, also ja, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für meine Fails. So, wir gehen es wieder an. Ich habe die Hosen fast gestrichen voll. Okay. Einmal schnell durchschnaufen. So. Einmal kontrollieren, ob ich wohl nichts übersehen habe, aber ich glaube nicht. So, dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück. So. Habe ich sie getroffen? Kann man ihr so schon Schaden zufügen? Ich glaube nicht, oder? Das wäre zu einfach. Ich glaube, das wäre zu einfach. Du hast mal mit der Pistole probiert. Mal schauen, ob überhaupt was gehen würde. So, ich will mich mal kurz hier umschauen, ob wir hier Munition kriegen. Aber das schaut nicht so wirklich danach aus. Ich werde auch gleich die Schrot, glaube ich, ausrüsten, weil die Dame ist ja eher mehr auf Nahkampf, glaube ich, ne? So, ich schwitze. Übrigens immer noch. Meine Nerven gehen schon langsam mit mir durch. Hallo! Da haben wir was. Das dürfte in der Tat Scharfschützenmunition sein. Nein, was war das für eine Munition? Revolvermunition, glaube ich, ne? Ja, war eh klar. Da geht es natürlich auf, ist eh klar. Dann kommen wir hier weiter rein, wahrscheinlich. Gottes Willen. Na gut, was hilft's? Ich habe sowieso schon gesagt am Anfang des Spiels, dass ich mein Möglichstes machen werde. Oh. Ja, sie hat mich schon. Ich glaube, sie bringt mich um, oder? Die kann einen mit einem Schlag töten, glaube ich, ne? Ja, ja. Okay. Da muss ich schauen, dass ich schnell weiterkomme. Am besten unterhalb durchschleichen, glaube ich. Ne? Also durchkriechen beim Tor am besten. Und was geht mit der Schrot? Einfach draufziehen, glaube ich. Probieren halt, ne? Dann Abstand halten, dann haben wir noch eine Dingsbums und dann wird es schwer werden. Die werden wir schon irgendwie besiegen. Hoffe ich. So, es ist halt wieder Einspielungssache für mich, ne? Also, seid ihr bitte nervös. Ihr könnt das selbstverständlich besser. Alles andere wäre Schwachsinn. So.
okay. Ich werde jetzt auch keine Pistolenmunition mehr verschwenden dafür. So, machen wir auf die Tür. Genau. Gleich auftreten, ist eh wurscht. Okay. Also, ich schaue nochmal. Hier war wirklich nichts, ne? Munitionstechnisch ist da nichts, ne? Da ist wirklich tote Hose. Ein Lift, ich fürchte, der ist dann nach dem Bosskampf erst für uns interessant. Da ist wirklich nichts, ne? Gar nichts. Null. Das ist halt echt fies, muss man schon sagen. Na gut, so. Den Weg gehe ich noch schnell runter. Bevor wir das Tor öffnen, werden wir den Part beenden. Und dann hoffe ich, dass es uns gelingen wird, im nächsten Part die blöde Kuh hier umzubringen. Jo. So, da drüben war die Munition. So. Voll. Hä? Ist das Ding jetzt voll? Ich bin jetzt verwirrt. Warum ist die jetzt voll? Stimmt, wir könnten aber auch zuerst die Harpunenbolzenverbraten. Okay, egal. Irgendwie klappt das gerade nicht mit der Munition. Vielleicht ist das auch eine Munition, die nach jedem Vibe immer wieder kommt. Damit man wenigstens zwei Schuss hat gegen die Hexe und immer noch fliegen kann. Ich habe keine Ahnung. Egal. So, wir beenden den Part hier und im nächsten schauen wir uns das Elend hier an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!